Hallo Freunde! Der beste Weg, um herauszufinden, welche Gefühle eine Frau für dich hegt, ist natürlich, sie direkt danach zu fragen. Wenn du dir aber erst einmal ganz sicher sein willst, ob dich deine Gefühle nicht trügen, solltest du dir dieses Video anschauen. Anhand dieser 25+-Anzeichen kannst du relativ schnell herausfinden, ob eine Frau dich mag oder nicht. Denke jedoch immer daran, dass jeder Mensch einzigartig ist. Dies sind nur Anzeichen, die nicht unbedingt zu 100% auf jeden zutreffen müssen. Erstes Anzeichen: Sie spricht gerne mit dir. Dieses Signal hat jedoch auch seine Nuancen. Manche Frauen, die interessiert an dir sind, werden dich während der Unterhaltung breit anlächeln und offene Signale aussenden. Es gibt aber auch diejenigen, die nervös und überfordert den Kontakt zu dir vermeiden. Achte darauf, ob sie selber das Gespräch zu dir sucht oder ob du jedes Mal selber die Initiative ergreifen musst. Zweites Anzeichen: Du läufst ihr zufällig über den Weg. Bei diesem Anzeichen ist damit gemeint, dass sie nicht unbedingt in deiner Nähe sein muss. Ist dir aufgefallen, dass sie in der Schule, an der Universität oder im Büro meist weniger als 5 Meter von dir entfernt zu sein scheint? Obwohl ihr nicht verabredet seid, ist sie oft in deiner Nähe? Hast du vielleicht beiläufig einen Treffpunkt erwähnt und triffst sie dort zufällig? Das kann durchaus ein Hinweis sein, dass sie dich mag. Drittes Anzeichen: Sie lacht über deine Witze. Selbst wenn du Witze machst, die du selber kaum lustig findest, ist sie die Erste, die lacht? Muss sie bei fast jedem Satz, den du sagst und der frivol erscheint, kichern? Das ist ein ziemlich deutliches Anzeichen dafür, dass sie dich mag. Viertes Anzeichen: Achte auf ihre Augen. Vermeidet sie den Blickkontakt? Manche Frauen sind zurückhaltend und können ihrem Blick nicht lange standhalten. Andere suchen bewusst nach Augenkontakt. Wenn sie dich dabei auch noch anlächelt, ist es ein klares Zeichen dafür, dass sie an dir interessiert ist. Fünftes Anzeichen: Sie lächelt dich aufrichtig an. Wie im letzten Punkt erwähnt, kann ein Lächeln, das von Herzen kommt, eine Menge bedeuten. Aber nur, wenn sie dich aufrichtig und warmherzig anlächelt. Das merkst du daran, dass sie kleine Fältchen um die Augen bekommt. Entweder ist sie generell ein freundlicher Mensch oder du bist der Grund dafür. Sechstes Anzeichen: Sie berührt dich. Wenn sie dich oft beiläufig berührt, körperliche Nähe zu dir sucht oder dich auch umarmen sollte, mag sie dich höchstwahrscheinlich sehr. Leider kann es auch rein platonischer Natur sein. Da kommt es nochmals darauf an, wie oft und wie sie dich berührt. Siebtes Anzeichen: Achte auf ihre Freunde. Wenn ihre Freunde sich in deiner Nähe anders verhalten sollten oder dich direkt danach fragen, wie du sie findest, könnte das bedeuten, dass sie viel mehr wissen könnten. Wenn sie euch plötzlich alleine lassen oder über euch zwei Witze machen, kann das ein Hinweis sein, dass sie dich mag. Achtes Anzeichen: Sie möchte mit dir alleine sein. Wartet sie nach einer Gelegenheit, um mit dir alleine zu reden, damit ihr beide nicht abgelenkt seid? Führt ihr anschließend jedoch Gespräche über belanglose Dinge? Wahrscheinlich geschieht das alles auf eine subtile Art und Weise, sodass du es kaum bemerkst. Dennoch ist dieses Verhalten in der Regel ein Zeichen von Interesse. Neuntes Anzeichen: Sie interessiert sich für die gleichen Dinge wie du auch. Bist du an Fußball, Videospielen, Anime, Kunst oder an irgendetwas anderem interessiert? Früher hat sie einem dieser Themen wenig Aufmerksamkeit geschenkt, doch jetzt scheint sie sich dafür zu interessieren? Dann ist es verständlich, dass sie das alles nur tut, um für dich interessanter zu wirken oder um Themen zu haben, über die sie mit dir sprechen kann. Zehntes Anzeichen: Sie spielt mit ihrem Haar. Es heißt, dass sie dadurch die Aufmerksamkeit auf sich ziehen möchte. Manche sehen in diesem Zeichen eher einen Mythos, andere halten es für gerechtfertigt. Elftes Anzeichen: Sie versucht, deine Aufmerksamkeit zu bekommen. Frauen neigen dazu, sehr viel subtiler vorzugehen als Männer, wenn sie jemanden,
der ihnen gefällt, für sich interessieren wollen. Sie versuchen oft, sich besonders hübsch zu machen, tragen in deiner Gegenwart ein neues, vielleicht sogar aufreizendes Outfit oder nehmen immer eine ganz andere Pose ein, als sie es normalerweise in deiner Gegenwart tun. 12. Anzeichen: offene Körperhaltung. Wie im vorherigen Punkt erwähnt, kann die Körpersprache viel verraten. Wenn sie eine offene Körperhaltung einnimmt, während sie mit dir spricht, bedeutet das, dass sie sich in deiner Nähe wohlfühlt. Verschränkte Arme. Dieses Anzeichen ist das Gegenteil von dem, was du willst, kann aber auch ein Zeichen dafür sein, dass sie sehr konzentriert zuhört. Wenn dies der Fall ist, solltest du dir dessen bewusst sein. Seltsame Handbewegungen. Wenn sie nicht weiß, was sie mit ihren Händen machen soll, während sie mit dir spricht oder einen Gegenstand hält und ein wenig damit spielt, könnte das auch ein Zeichen dafür sein, dass sie dich mag. Die Richtung ihrer Füße. Auch die Richtung, in die ihre Füße zeigen, sagt viel aus. Wenn sie auf dich gerichtet sind, ist das ein gutes Zeichen. Wenn sie ihre Beine überkreuzt, während sie dir gegenüber sitzt, könnte das ein Zeichen von Nervosität sein. Wenn sie jedoch auf eine Tür oder eine andere Person zeigen, könnte das bedeuten, dass sie nur aus Höflichkeit mit dir spricht. Die Körperspiegelung. Wenn die Frau deine Körpersprache spiegelt, deutet es auf großes Interesse dir gegenüber und löst auch Sympathie bei dir aus. Beobachte die Frau deiner Träume. Wenn du der Meinung bist, sie kopiert deine Bewegungen, dann ist es eine ziemlich sichere Tatsache, dass sie Interesse an dir hat. 13. Anzeichen: sie wird in deiner Gegenwart nervös. Wie bereits erwähnt, kann die Nervosität, die auftritt, wenn sie in der Nähe sind, bedeuten, dass sie Interesse an dir hat. Aber wie äußert sich das? Es gibt einige Anzeichen. Wenn sie im Gespräch mit dir ihr Gesicht berührt, häufig blinzelt, die Lippen zusammenpresst oder wie bereits erwähnt mit ihren Haaren spielt, könnte dies alles Anzeichen von Nervosität sein. Das wiederum könnte bedeuten, dass sie dich auf irgendeine Weise mag. 14. Anzeichen: sie unterbricht Gespräche mit anderen. Die Überschrift zu diesem Punkt ist relativ selbsterklärend. Wenn sie sich zum Beispiel gerade mit Freunden unterhält und du reinkommst, stellt sie dich in den Mittelpunkt ihrer Aufmerksamkeit. Das bedeutet normalerweise, dass sie dich wirklich mag. Wenn sie also die Wahl hat, mit jemand anderem zu sprechen, es aber vorzieht, mit dir zu reden, ist das ein großes Plus. 15. Anzeichen: sie hört dir sehr genau zu. Wägt sie jedes deiner Worte ab und erinnert sich auch an das, was du zu ihr gesagt hast, dann mag sie dich definitiv. 16. Anzeichen: sie redet nicht mit anderen Männern in deiner Nähe. Wenn sie sich sichtlich unwohl fühlt, solltest du den Raum betreten und sie mit einem anderen Mann redet, kann das bedeuten, dass sie nicht will, dass du denkst, dass sie an ihm Interesse haben könnte. 17. Anzeichen: sie achtet auf deine Reaktion. Wenn sie zum Beispiel vor einer Gruppe von Leuten etwas sagt oder einen Witz erzählt, schaut sie dich an, um deine Reaktion zu sehen. Deine Meinung ist ihr sehr wichtig, was normalerweise bedeutet, dass du ihr wichtig bist. Sie möchte, dass du sie magst. 18. Anzeichen: sie schreibt dir schnell zurück. Es hat keine Bedeutung, wenn sie gerne im Austausch mit mehreren Menschen ist. Manche Frauen lieben einfach die Aufmerksamkeit. Das macht sich besonders bemerkbar, wenn sie dich länger warten lässt. Wenn sie jedoch schnell auf deine Nachrichten antwortet und es offenbar schätzt, mit dir zu sprechen, mag sie dich wahrscheinlich sehr. 19. Anzeichen: sie schreibt dir angetrunken eine Nachricht. Wenn sie dir angetrunken eine Nachricht schickt, denkt sie natürlich an dich. Es wird oft gesagt, dass betrunkene Menschen ihr Herz auf der Zunge tragen. Wenn sie dir also eine Liebeserklärung macht, steht sie entweder sehr auf dich oder sie ist im Moment sehr einsam. 20. Anzeichen: sie hat dich in den sozialen Medien abonniert.
Und damit meine ich nicht das übliche Folgen auf Instagram. Wenn sie sich jeden einzelnen deiner Beiträge anschaut und immer wieder darauf reagiert, dann mag sie dich wirklich. 21. Anzeichen. Sie erwähnt, dass sie Single ist oder fragt nach deinem Beziehungsstatus. Wenn sie ihren Beziehungsstatus erwähnt und dich nach deinem fragen sollte, könnte es ein Zeichen dafür sein, dass sie dich mag. 22. Anzeichen. Sie macht dir Komplimente. Ein neuer Haarschnitt und sie ist die Erste, die sich positiv dazu äußert. Hast du dich anders als sonst gekleidet und sie bringt ihre Bewunderung zum Ausdruck? Dann kann es gut sein, dass sie verliebt in dich ist. Es könnte aber auch aus Höflichkeit geschehen. 23. Anzeichen. Sie tut ihr Bestes, um Zeit mit dir zu verbringen. Wie ich bereits sagte, sind Frauen gerne etwas subtiler. Vielleicht bemerkst du nicht einmal, welche Hindernisse sie wegräumt, um sich mit dir zu treffen. Und wenn du sogar weißt, dass sie andere Pläne hatte und diese für dich absagt, ist sie wahrscheinlich in dich verliebt. 24. Anzeichen. Sie ist offen mit dir. Wenn sie sich dir gegenüber öffnet und über ihre Probleme erzählt, bedeutet das, dass sie dir vertraut. Es könnte aber auch ein Hinweis darauf sein, dass sie sich in der Freundschaftszone bewegen. 25. Anzeichen. Sie plant ihre Zukunft mit dir. Wenn sie gemeinsame Unternehmungen mit dir plant, dann sieht sie dich entweder als ihren besten Freund an, mit dem man Zeit verbringen kann, oder sie mag dich wirklich. 26. Anzeichen. Sie neckt dich. Hier kommt es darauf an, was für ein Mensch sie ist. Wenn sie eine offene Person ist, ist es wahrscheinlich ein Charakterzug von ihr. Wenn sie jedoch etwas schüchtern ist und sich traut, aus sich herauszukommen, dann mag sie dich definitiv. Welche Anzeichen hast du schon beobachten können? Schreib mir deine Erfahrung gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, so abonniert den Kanal, gebt einen Daumen hoch, teilt es weiter mit euren Freunden und schreibt in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal.